Herzlich willkommen, ich bin Zoran Drewenka. Ihr seid bei mir zu Hause. Hier arbeite ich, hier lebe ich. Mir war es wichtig, über eine Sehnsucht zu erzählen. Diese Sehnsucht der Menschen ein bisschen wie die Engel zu sein. Pur und rein und mächtig. Für mich war es ganz wichtig, wenn ich über Engel erzähle, haben die nichts mit Religion zu tun. Ich beschäftige mich sehr mit Erinnerungen in der Geschichte. Meine Charaktere bewegen sich durch die Ruinen der Erinnerung so gesehen. Und das ist für mich reizvoll gewesen, weil da sehr viel Dunkelheit gelauert hat. Ich mag eher das Düstere an den Charakteren selber und was sie anstellen. Und wenn dann noch ein kleiner Touch von draußen dazukommt, sodass man wirklich das Licht anmachen muss, weil man nicht weiß, was im Dunkeln alles wartet, das mag ich sehr. Der Roman beginnt mit Motte, 16 Jahre alt, der eine Mail bekommt und in der Mail steht drin: Sorry für die schlechte Nachricht, aber wenn du aufwachst, wirst du tot sein. Wir wollten nur, dass du das weißt. Motte liest es, lacht darüber, merkt aber, wie die Panik langsam an ihm hochkommt, beschließt, die Nacht durchzumachen, um kein Risiko einzugehen. Gegen 5 Uhr schläft er dann doch ein und als er gegen mittags gegen 12 wieder aufwacht, fühlt er sich prächtig, alles ist gut. Er steht auf, geht aufs Klo, sieht in den Spiegel und sieht, dass er 2 Flügel auf seinem Rücken hat. Und so beginnt die Geschichte. Motte erfährt sehr schnell, dass er der letzte Engel ist. Und das hat keine Vorteile für ihn, denn er wird gejagt. Wir haben die Bruderschaft, die aus dem Jahre 1820 ist und seitdem alle Engel jagt. Und dann haben wir die Familie, was immer sehr nett klingt, aber ist in dieser Geschichte überhaupt nicht nett. Die Familie geht noch weiter zurück als die Bruderschaft. Und das sind für mich so die Elemente, mit denen ich balanciert und die ich in die Gegenwart geworfen habe. Und da explodiert dann alles. Was Motte nicht weiß, ist, es gibt eine Prophezeiung. Und wenn der letzte Engel seinen letzten Atemzug macht, löscht er damit die ganze Welt aus und die Menschheit stirbt. Ich wollte auch die Weltgeschichte ein bisschen umwerfen. Was passiert, wenn man wieder auf Null drückt und alles von vorne beginnt? Das war der Reiz gewesen. Und darum ist es auch keine richtige Endzeitgeschichte, sondern eher das, was uns dahin führen kann. Ich höre die ganze Zeit Musik und ich sehe Filme und ich lese sehr viel. Und ich lerne ja so viel von den anderen. Ich sehe, er hat so und so und so gemacht und ich versuche es auf eine neue Art zu machen, indem ich gelernt habe, wie der und der und der das gemacht hat. Eine Zeit lang habe ich gedacht, es wäre gut, alles zu wissen, aber wenn ich alles wüsste, ich glaube, ich würde mich langweilen. Ich muss mich selbst überraschen, weil indem ich mich selbst überrasche, überrasche ich den Leser und er rechnet null damit. Und das ist das Schönste, was es gibt, den Leser sowas von überraschen reinzulegen. Ach, das ist Schreiben. Ja.